Im letzten Video haben wir das Zweierkomplement kennengelernt. Jetzt stellt sich so eine interessante Frage: Wie funktioniert Addition und Subtraktion im Zweierkomplement? Muss ich da irgendetwas groß beachten oder funktioniert das automatisch, ohne irgendwelche Änderungen vorzunehmen? Ich habe mir hier eine kleine Tabelle vorbereitet für alle Zahlen, die ich mit einem Nibble, also mit einem 4-Bit, mit einer 4-Bit-Zahl speichern kann. Das wäre zwischen im Dezimalsystem von minus 8 bis plus 7, inklusive der 0. Und ich habe auf der linken Seite alle Dezimalzahlen aufgeschrieben und auf der rechten Seite alle Binärzahlen, damit wir das schnell nachschlagen können. Machen wir doch mal einige Beispiele. Ich könnte die 3 nehmen, das wäre die 0011, und dann plus 1 berechnen wollen. Das wäre dann nach den normalen Regeln 1 plus 1 macht 0 plus ein Übertrag von 1, 1 und 1 macht wieder 0 plus Übertrag von 1. Das wäre 0 plus 1 ist 1 und das wäre die 0. Das hier ist die 3 in Dezimal, das hier ist die 1 in Dezimal und das hier 0100 können wir sogar nachschlagen, das ist eine 4 im Dezimal. Also es scheint alles gut zu funktionieren. Ich erwarte allerdings auch keine Probleme, sogar bei der Subtraktion nicht, denn das sind ja unsere positive binäre Zahlen, die wir auch in den letzten Videos kennengelernt haben. Und da haben wir bereits gesehen, dass Subtraktion und Addition funktionieren genauso wie im Dezimal. Was passiert jetzt aber mit den negativen Zahlen? Nehmen wir eine negative Zahl, sagen wir mal die minus 8, das wäre eine 1, 0, 0, 0. Also minus 8 im Dezimal und addieren dazu wieder eine 1, positiv, 0, 0, 0, 1. Das wäre eine 1 im Dezimal. Addieren wir nach unseren normalen Regeln, 0 plus 1 ist 1, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 1 plus 0, 1 und gucken in der Tabelle nach, welche Zahl haben wir jetzt bekommen, das wäre die minus 7. Also scheint auch prima zu funktionieren. Was passiert, wenn ich eine negative Zahl nehme und dazu eine negative Zahl addiere? Gucken wir uns das erstmal ein bisschen genauer an. Wenn wir minus 8 plus minus 4 berechnen würden, wäre ja das eine minus 12. Und wir wissen, dass wir mit diesem Nibble mit 4 Bits minus 12 gar nicht darstellen können. Also lassen wir dieses Beispiel besser raus, denn wir können das gar nicht mit unseren Anzahl von Bits eigentlich berechnen. Und das kann der Computer übrigens genauso wenig. Das werden wir in einem späteren Video unter dem Thema Overflow und Underflow sehen. Genau das Gleiche gilt auch für positive Zahlen hier, die über den Bereich rausspringen. Das geht eben auch nicht und das lassen wir einfach sein. Also in diesem Video haben wir also gesehen, Addition funktioniert ganz gut. Versuchen wir es zur Sicherheit auch mit der Subtraktion, auch mit den negativen Zahlen. Wir könnten berechnen eine minus 1, das wäre die 1, 1, 1, 1, minus, sagen wir, minus 2. 2 wäre eine 0, 0, 1, 0. Nach unseren Regeln 1 minus 0 ist eine 1, 1 minus 1 ist eine 0, ohne jeglichen, ohne Laien. 1 minus 0 ist eine 1, 1 minus 0 ist eine 1. Das hier war in Dezimal unsere minus 1. Das hier war im Dezimal unsere 2. Das hier nach unserer Tabelle 1, 1, 0, 1. Wäre unsere minus 3 in Dezimal und es scheint zu funktionieren. Minus 1 minus 2 ist eine minus 3. Also Subtraktion und Addition mit dem Zweierkomplement funktioniert ganz normal, da muss man nichts umrechnen und nicht irgendwie ändern.